HiWeTV, Ihr regionales Fernsehen aus der Obersteiermark heute mit folgenden Sendungen. In unserem Infotainment diese Woche haben wir folgende Themen für Sie zusammengestellt. 150 Jahre Feuerwehrbruck. Motocross-Veranstaltung auf der Baustelle des neuen Stahlwerks. Großer Sport beim LE-Lauf-Event. Aero Action Day am Flugplatz Kapfenberg. 50-jähriges Maturantentreffen der HTL Kapfenberg. Die Föstalpine Böhler Edelstahl sucht Lehrlinge. Und in Happy Cooking gibt's steirisches Landhänderl mit Spinatpolenta. Zuvor aber noch die News-Sendung mit folgenden Beiträgen. Das Stadtlandfest in Leoben steht vor der Tür. Tag der offenen Tür bei der Lebensart in Kapfenberg. Neuer Blumenschmuck für Leoben Hinterberg. Und 20 Jahre Bauernmarkt in Kapfenberg. Hausgemachtes Bauernbrot, Speck, Käse und Gemüse aus der Region. Beim Pressefrühstück anlässlich des bevorstehenden Stadtlandfestes in Leoben lässt sich die kulinarische Vielfalt schon mal erahnen. Beim vielfältigen Programm spielt heuer die Jugend eine besondere Rolle. Darauf sind wir besonders stolz, dass sich auch die Jugend schon annimmt um regionales Essen, um regionale Produkte. Und ich freue mich auch auf den Kalender, den sie gestaltet haben. Und das ist die Zusammenarbeit mit der Jugend wirklich super. Neben geschmackigen Kochrezepten aus regionalen Produkten will die Landjugend aber vor allem auch zeigen, was Leoben zu bieten hat. Wir haben Direktvermarkt da drinnen, wir haben Wissen über Leoben, also wie viele Rinder gibt es im Bezirk Leoben, wie viel Wald hat der Bezirk Leoben und dass man eben auch als Stadtbürger weiß, was in Leoben es gibt. Mit ihrem Engagement ist die Landjugend auch Botschafter und kann damit vor allem die junge Zielgruppe erreichen. Das ist eigentlich der Punkt, dass wir versuchen sollten, der Jugend klar zu machen, wie wichtig diese Lebensmittel aus der Region sind, wie schwierig es auch ist, diese Lebensmittel zu produzieren. Ein Bauernleben ist kein leichtes Leben, nach wie vor nicht. Und dass es trotzdem sehr viele junge Menschen gibt, die dahinter stehen und das authentisch rüberbringen können. Und das ist für mich ein ganz besonderer Punkt des diesjährigen Festes. Es ist ein ganz besonderes Fest, wenn in Kapfenberg-Rettfeld die Lebensart zum Tag der offenen Tür einlädt. 17 Menschen mit Behinderungen werden derzeit in dieser Einrichtung der Lebenshilfebruck Kapfenberg betreut. Wir bei der Lebenshilfebruck Kapfenberg sind besonders stolz auf unsere Einrichtung hier, der Lebensart in Kapfenberg-Rettfeld, die wirklich eine hervorragende Arbeit macht für unsere Kundinnen und Kunden. Und wir wollen und haben uns vorgenommen, heute beim Tag der offenen Tür unsere Lebensart zu präsentieren, gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden und auch mit den Angehörigen zu feiern. Ja, und zu feiern gab es diesmal wirklich viel. Er wurde bereits nach den Renovierungsarbeiten im Jahre 2017 angekündigt. Und jetzt war es endlich soweit. Die Lebensart in Kapfenberg verfügt ab sofort über einen sogenannten Snoozyline-Raum. Darunter darf man sich einen besonderen Raum vorstellen. Die ganzen Einrichtungsgegenstände sind weiß, das heißt, es ist auch ein weißer Raum und das ist ein Raum, in dem man sich entspannen kann und den alle Sinne gefördert werden und wo eben die Wahrnehmung einfach ein ganz besonderer ist. Ausgestattet mit einem Musikwasserbett, speziellen Lichtanlagen und einem Sternenhimmel soll der Raum in Zukunft durch gezielte Reiztherapien den Wohlfühlfaktor der Kundinnen und Kunden beachtlich erhöhen. Die Stadt Leoben ist bekannt für ihren Blumenschmuck, wurde dafür auch schon mehrfach ausgezeichnet. Leider gibt es aber auch Stadtteile, wo es mit den bunten Blüten nicht so klappt wie gewünscht. Daher lud man die Bevölkerung von Hinterberg ein, ihre Ideen für den Blumenschmuck einzubringen, aber auch um Aufklärungsarbeit zu leisten. Wir können natürlich nur dort Blumenbeete oder Ähnliches installieren, wo wir Eigentümer unserer eigenen Grundstücke sind. Wir müssen natürlich auch beachten, wie sich die Pflege, die Installation darstellt, was die Dinge kosten natürlich, ja, welchen Aufwand man hat und ob die Örtlichkeiten, die Arbeitsplätze auch sicher sind. Gerade in Hinterberg gestaltet sich die Lage schwierig.
Entlang der Bundesstraße ist kaum eine Fläche im Besitz der Stadtgemeinde und zudem muss jegliche Bepflanzung von der Baubezirksleitung Bruck genehmigt werden. Eine wichtige Information für die interessierten Teilnehmer. Man hat ja Verständnis dann, wenn das nicht viel gemacht werden kann. Und sonst glaubt jeder mal, in Hinterberg tun sie nichts. Nicht? Und so ist es informativ, dass man sagt, ja, sie haben keine andere Möglichkeit. Passt schon. Trotzdem wird weiterhin gemeinsam an einer blumigen Lösung für Hinterberg gearbeitet. Es geht ja nicht darum, dass wir im Büro am Reißbrett irgendwelche Ideen aufs Blatt bringen und die nach außen tragen. Das ist natürlich ein Teil davon. Aber für uns ist natürlich auch wichtig, dass wir den Kontakt zur Bevölkerung haben. Und man muss ja auch ganz ehrlich sein, es ist so, dass von der Bevölkerung immer wieder auch Ideen kommen, die gut sind und die man dann versucht umzusetzen. Der Bauernmarkt in Kapfenberg feiert sein 20-jähriges Bestehen. Für die Kapfenberger Bevölkerung in Wahrheit ein Nahversorger, der nicht mehr wegzudenken ist. Es ist eine Institution, es ist aber auch wirklich ein toller Lieferant von bäuerlichen Produkten, von wirklich guten Produkten. Und die Kapfenberger Bevölkerung kann das gut schätzen und man sieht ja, es ist voll und es wird immer voll eigentlich. Und dass die Menschen hier gerne einkaufen, beweist der große Zuspruch. Mit den Leuten herum in Kapfenberg ist es echt richtig lustig. Da kommst du auf und die freuen sich, die bedanken sich. Immer wieder bedanken sich Leute einfach, weil sie sagen, es ist so schön, dass ihr aufkommt mit einer so einer guten Qualität. Und das ist lustig eigentlich. Darum macht man das wirklich gern. Bitte sehr. Bio und bewusste Ernährung stehen voll im Trend. Der Bauernmarkt bietet dafür alle Möglichkeiten. Jeder, der auf gesunde Ernährung schaut, geht am Bauernmarkt und inzwischen ist auch klar, das ist nicht teurer, das ist im Gegenteil sehr oft billiger und besser. Energieberatung, E-Mobilität, Redsack Elektroshop, Elektroinstallationen, Photovoltaik, Solaranlagen, Fernsehen, Internet und Telefonie und eine eigene Kundentankstelle. Das alles und noch viel mehr lassen Sie sich von unseren Profis beraten. Die Stadtwerke Kapfenberg, Ihr Partner fürs Leben. Wann immer ich in eine unserer Einrichtungen komme, dann spüre ich diese Wärme und Herzlichkeit, die von all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgeht. Dafür arbeite ich und dafür lebe ich. Miteinander Mensch bleiben. Der Sozialhilfeverband Bruck Mürzzuschlag sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nähere Informationen auf www.sozialhilfeverband.at. Grüße Sie, schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserer HWTV-Rubrik Die Region im Fokus. Herzlich willkommen. Seit 150 Jahren sorgt sie für die Sicherheit der Bruckerinnen und Brucker, die Stadtfeuerwehr. Mit einem großen Fest am Brucker Hauptplatz wurde dies jetzt gefeiert und das absolute Highlight war eine historische Eimerkette. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck feiert 2018 ihren 150. Geburtstag. Und am Samstag feierten sie zusammen mit der Bevölkerung am Hauptplatz.
Ich bin ja nicht der Landeskommandant, sondern auch Bereichsfeuerwehrkommandant von Bruck an der Mohr. Das ist sehr schön, dass die Stadt Bruck oder die Feuerwehr der Stadt Bruck einer der ältesten Feuerwehren in der Steiermark ist. Wir alle zusammen war das Motto des Tages. Und um einen Bogen von der Gemeinsamkeit zur Geschichte der Feuerwehr zu spannen, hat man mit einer historischen Eimerkette von der Mur bis zum Hauptplatz die ersten Feuerwehreinsätze nachgestellt. Wenn es um unsere Einsatzorganisation geht und Mithilfe, die Kameradinnen und Kameraden sind jederzeit für uns da, das ist selbstverständlich, dass man da mitmacht. Peter Koch, dürfen wir ganz kurz stören. In welcher Funktion sind Sie heute da, als Bürgermeister oder Feuerwehrmann? Wie immer in unterstützender Funktion. Es ist einfach unglaublich, also, wenn man sich jetzt nur durchdenkt, dass es möglicherweise hier in der Stadt vielleicht einen Brand gäbe und wir auf diese Art ans Tagwerk gehen müssen, also einfach unvorstellbar. Zum Glück ist die Feuerwehr heute im Besitz der modernsten Technik, um Brände zu löschen, Leben zu retten und um ihre darüber hinaus wertvolle Arbeit bestens leisten zu können. Mit regem Besuch, großem Interesse und tatkräftiger Unterstützung bedankten sich die Bruckerinnen und Brucker dafür bei ihrer Feuerwehr. Sport und Action stehen jetzt am Programm. Wir waren für Sie bei einer Motocross-Veranstaltung auf der Baustelle des neuen Föstalpine Edelstahlwerks in Kapfenberg. In Leoben ging das große LE-Lauf-Event über die Bühne. Und am Flugplatz Kapfenberg gab es jede Menge Action in der Luft, inklusive eines Rekordversuchs von Überflieger Michael Meili. Gute Unterhaltung. Eine der größten Baustellen der Steiermark ist das Baufeld des Föstalpine Edelstahlwerks in Kapfenberg. Und da, wo normalerweise schwere Baugeräte auffahren, waren für einen Tag wieselflinke, wendige Enturo-Maschinen unterwegs. In Kooperation mit KTM konnten 10 Motorsportfans ein Training mit den unangefochtenen Profis der Szene, dem schnellsten Vater-Sohn-Duo Andreas und Manuel Lettenbichler, gewinnen. Und sich natürlich auch ein wenig was von den Profis abschauen. Sehr viele Tricks, vor allem wie man in die Schräglage sie legt, das Moped da nicht drückt. Also es war echt sehr erfolgreich. Ich habe das so noch nie erlebt und eigentlich tue ich ja mehr Motocross fahren und deswegen ist das eine Herausforderung heute. Und sogar für den jüngsten Finisher des Erzberg-Rodeos war es eine kleine Herausforderung, eine Strecke der etwas anderen Art zu befahren. Da sind schon ein paar Auffahrten und ein paar schlammige Auffahrten eher dabei, dadurch, dass es einfach so viel geregnet hat über die Nacht. Und wir haben, glaube ich, ziemlich gute Sachen gefunden. Ich glaube, die Teilnehmer macht Spaß und das ist das Wichtigste. Gemeinsam haben sie Spuren hinterlassen auf dieser einmaligen Trainingsstrecke. Und die meisten Motorsportfreaks werden noch lange von diesem Tag träumen. Unvergesslich. Super, toll, leibend, geil, ja. Bereits zum 10. Mal läuft Leoben in 66 Minuten durch die Altstadt. Unterschiedliche Kinderläufe, Nordic Walking Bewerb und der beliebte 66-Minuten-Lauf von Leoben ziehen wieder über 1000 Sportler an. Die Streckenführung war aber nicht immer die gleiche. Wir haben ja am Anfang mit einem 1-Kilometer-Rundkurs angefangen, dann sind wir auf 1,5 Kilometer, sind teilweise durch das Einkaufscenter gelaufen, aber durch die Steigerung der Athleten, dadurch wir voriges Jahr schon da über 1000 Athleten waren, und wir müssen das Ganze ein bisschen erweitern und eine breite Streckenführung machen. Musikgruppen, DJs und Cheerleader motivieren und unterhalten Läufer sowie Zuseher entlang der gesamten Strecke. Weitere Motivationsfaktoren verrät uns Leobens Bürgermeister. Weil Bewegung macht ja auch irgendwo glücklich und zufrieden. Und ich denke mir, einmal habe ich mich wirklich bemüht, ganz an der Spitze dabei zu sein. Und da sind so Endorphine frei geworden. Und ich war wirklich dann so ein bisschen aufgekratzt, aufgedreht, wie man sagt. Einfach nur rundum glücklich. Also kann nur jedem raten, ein bisschen mehr Sport zu betreiben.
findest du super am heutigen Lauf? Eigentlich finde ich alles cool, dass wir mitmachen dürfen und eigentlich alles. Der erste Startschuss fällt bereits am Vormittag für den sportlichen Nachwuchs. Und der Höhepunkt ist wie jedes Jahr am Nachmittag der beliebte 66-Minuten-Lauf durch Leoben. Zur Jubiläumsausgabe des Laufevents strahlt die Sonne mit den Gewinnern um die Wette und wird so zum vollen Erfolg. Für ein Betrieb am Flugplatz Kapfenberg. Der erste HGA Plus Action Aero Day lockte unzählige Besucher an. Kein Wunder, konnte man doch an diesem Tag hautnah am Geschehen dabei sein. In dem Kapfenberger Unternehmer Rudi Pöllerbauer hat der Extremsportler Michael Meili nicht nur einen Sponsor, sondern auch einen Fan und Freund gewonnen. Ich bin immer schon seit Jahren begeistert, was er macht mit seiner Kletterei, mit seiner Fliegerei. Und da wir jetzt zusammenarbeiten, muss ich sagen, haben wir gesagt, probieren wir mal irgendwas auf die Füße zu stellen. Und das ist voll aufgegangen. Der Höhepunkt des Action-Tages war der angekündigte Rekordflug von Meili zusammen mit seinen beiden Partnern. Seit dem Wingsuit-Flug 2013 von Kindberg nach Kapfenberg hat sich einiges getan. Wir haben so viele Erfahrungen sammeln können und vor allem haben wir jetzt auch neue Suits. Es hat sich weiterentwickelt, die Freundschaft hat sich noch mehr vertieft. Wir wissen genau, was der andere kann und macht. Und der Johannes Grasser, mit dem haben wir einen Top-Mann, der ist in der Weltmeisterschaft ganz vorn. Der hat die Kamera und der muss dabei bleiben, der muss die ganze Strecke genauso fliegen und der filmt uns auch noch. Fokussiert und konzentriert machten sich die drei auf den Weg mit der Frage im Hinterkopf, ob die mehr als 6 Kilometer lange Strecke von Bruck nach Kapfenberg tatsächlich zu bewältigen ist. Fuß, es muss sein. Aber der Ertl Dominik ist, glaube ich, umgeflogen, oder? Ja. Ja, war. Ja. Es war gewaltig anstrengend. Also, richtig zach, muss ich echt sagen. Wir haben es geschafft, das war ein eigener Rekord. Ja, wie doch die Zeit vergeht. Fast jeder von uns war schon mal auf einem Klassentreffen und vor genau 50 Jahren haben die ersten Absolventen der HTL Kapfenberg ihre Matura abgeschlossen. Die Jubilare trafen sich nun im Mehrzwecksaal Kapfenberg und schwelgten dabei in Erinnerungen. Irgendwie hat man andere Bilder im Kopf, wenn die Rede auf die berühmte 68er-Generation fällt. Und doch trafen sich letzten Freitag in Kapfenberg zahlreiche waschechte Vertreter der damaligen Jugendbewegung. Allerdings ohne dabei zu demonstrieren. Es galt das 50-jährige Matura-Jubiläum des ersten Abschlussjahrgangs der HTL Kapfenberg zu feiern. Es ist ein ganz ein tolles Gefühl. Wir waren gestern schon in der Südsteiermark und haben mit unseren Freunden stundenlang über das geredet und erzählt, was wir in den Jahren 63 bis 68 erlebt haben.
Und wir haben viel erlebt, weil wir waren die erste Klasse. Wir haben in Bruck an der Mur angefangen, in der alten Schlosserfachschule. Wir waren dann in Karpfenberg in der Volksschule bei Mürzbogen und sind dann nach Redfeld gekommen und haben die neue HTL nicht mehr erlebt. Also wir haben in Redfeld noch maturiert. Der erste Maturantenjahrgang der HTL war also eine Wanderklasse. Der heutige Gebäudekomplex wurde damals gerade erst gebaut. Wie wir maturiert haben, gibt es ein Foto noch. Der jetzige Professor hat mir's grad, der Direktor hat mir es gerade gezeigt, vom Rohbau, vom Stahlgerüst der jetzigen fertigen, schon lange stehenden HTL. Das war genau im 68er Jahr, da ist bereits begonnen worden damit. Das muss man schon dazu sagen, aber wir haben dieses Gebäude dann von innen und von außen nur mehr gesehen, wie wir schon lange, lange fertig waren. Das war damals sehr weitsichtig, wie man eigentlich daran gegangen ist, überhaupt einmal die HTL, damals ja Bulme, zu begründen. Man hat ja disloziert in der Volksschule begonnen, hat dort in Wirklichkeit einmal mit einer Klasse oder mit zwei Klassen begonnen. Heute feiern wir quasi 50 Jahre und es ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Karpfenberg. Sport, Industrie, Leben. www.bruckmur.at. Alles auf einen Klick. Vom Bürgerbüro über das E-Government bis zum Veranstaltungskalender. Sie finden sämtliche Services und Informationen über und für das Leben in Bruck an der Mur auf einer Website www.bruckmur.at. Bruck verbindet Menschen. Das Fürstalpine Böhler Edelstahl Ausbildungszentrum wurde 2017 als bester Lehrbetrieb Österreichs ausgezeichnet. Momentan sucht das Unternehmen in unserer Region rund 100 Lehrlinge. Industrie 4.0, das war schon zum zweiten Mal das Thema der digitalen Denkfabrik der Fürstalpine Böhler Edelstahl in Karpfenberg. In diesem Workshop der Lehrwerkstätte bauten 70 Lehrlinge in nur 2 Wochen eine digitale Miniaturfabrik. Diese höchst anspruchsvolle technische Herausforderung wurde in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Technikum Wien gemeistert. Teamarbeit ist es A und O, ja, für ein erfolgreiches Projekt, sage ich jetzt einmal. Einzelkämpfertum wird da nicht wirklich erfolgreich sein und die Expertise von mehreren Berufen ist natürlich da gefragt und gefordert. Für uns, für die Zukunft mit der Investition des neuen Stahlwerkes, wo wir natürlich auch das Thema Industrie 4.0, Automatisierung, Digitalisierung natürlich stark vorantreiben und natürlich auch in der Ausbildung dementsprechend nachziehen müssen. Und da haben wir wirklich die Möglichkeit, dass wir der Jugend dieses Thema in allen Berufen ja, wirklich näher bringen. Teams, bestehend aus Lehrlingen aller Berufsgruppen aus dem 3. Ausbildungsjahr, erstellten einen Roboter oder eine Produktionsstation. Die Lehrlinge übernahmen nicht nur das grundsätzliche Design, sondern auch die Herstellung, Konfiguration, Kinematik und die Endmontage der Bauteile. Besonderes Augenmerk lag auf der Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit aller Stationen der Minifabrik.
Das Teambuilding hat gut zusammengepasst, finde ich. Das hat mir extrem getaugt, weil hat einmal wer was nicht braucht und war jetzt mal nicht so werkstatttüchtig oder so. Hat mir einfach gesagt, okay, passt, ja, magst du das schnell machen oder magst du das so machen und so weiter. Ich kann für mich persönlich mitnehmen, dass es einem ganz wichtig ist, dass man ein Team zusammenarbeitet und jeder ihm seinen Beitrag und sein Können einbringt und dass einem dann so ein super Projekt, wie wir geschafft haben, rauskommt. Ausbildner des Voestalpine Böhler Ausbildungszentrums in Kapfenberg und Lehrende sowie Studenten der FH Technikum Wien unterstützten die Lehrlingsteams. Gemeinsam wurden alle auftretenden Anforderungen gelöst. Das fing beim 3D-Druck der notwendigen Bauteile an und ging bis zur genauesten Justierung bei der Endmontage. Ja, mir hat es gefallen, dass ich eigentlich als Zerspanner relativ andere Arbeiten machen habe müssen, so wie ein Roboter zusammenbauen, zu dem, was ich eigentlich sonst relativ selten dazukomme, bis gar nicht eigentlich. Und die Teamarbeit, also dass man einfach im Team so eine Produktion zusammenbringt, das hat mir am meisten gefallen. Ja, einfach die Zusammenarbeit und dass halt wirklich nur alles hingehört hat, weil wir alle einen Strang gezogen haben. Wenn man jetzt jeder nur das gemacht hätte, was er wirklich selber machen wollen würde und nicht mit den anderen geredet hätte, hätte das wahrscheinlich nicht so gut hingehört. Teamarbeit, gegenseitiges Unterstützen sowie Lernen voneinander waren bei den Abstimmungsrunden der verschiedenen Teams besonders wichtig. Im Rahmen der Abschlussveranstaltung am letzten Tag konnte die fertige digitale Miniaturfabrik vor Publikum, bestehend aus Vertretern der Geschäftsführung, Personalleitern und Ausbildungsverantwortlichen, in Betrieb genommen werden. Wir machen unsere jungen Damen und Herren fit für ihre persönliche Zukunft. Der mit Spannung erwartete gelungene Durchlauf vor Publikum war der Höhepunkt der gesamten 2 Wochen anspruchsvoller Teamarbeit. Wir bilden hier 12 technische Berufe aus. Und haben dieses Element als Zusatz für Digitalisierung und das ist eine Vorbereitung für die Berufslaufbahn der jungen Damen und Herren. Und ich glaube, wir sind hier als Böhler einzigartig. Das ist auch ein bisschen die Angst wegzunehmen, dass die Arbeitsplätze dadurch ersetzt werden und zu sehen, was kann ich mit meiner Ausbildung hier mit anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen aufbauen. Und wir haben gesehen, es läuft. Gemeinsames Projekt der FH Technikum Wien und des Voestalpine Böhler Edelstahl Ausbildungszentrums Kapfenberg. Voestalpine. One step ahead. Manfred Niemrichter meldet sich nun wieder aus dem Tischlerzentrum Bruck. Diesmal zaubert unser HWTV-Koch ein steirisches Landhänderl. Dazu gibt's Spinatpolenta und eine Birnen-Gorgonzola-Sauce. Guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Ein herzliches Willkommen von mir wieder aus dem Tischlereizentrum Bruck an der Mur. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe wieder ein bisschen Zeit mitgebracht. Wir haben eine interessante Geschichte wieder vor uns. Und zwar machen wir so ein schönes gekräutertes steirisches Landhänderlbrust mit einem Spinatpolenta. Und dazu machen wir so eine Apfel, also eine Birnen-Gorgonzola-Sauce eigentlich. Ein paar Schwammerl haben wir noch dabei. Das gibt es jetzt eigentlich auch noch ganz wunderbare, sage ich mal, Pfifferlinge oder Eierschwammerl, wie es in der Steiermark heißt. Gehen wir es an. Als erstes machen wir gleich die Marinade fürs Händerl. Ich habe da schon vorbereitet. Gehackte Petersilie, Olivenöl haben wir drinnen, dann ein bisschen Schnittlauch, dann haben wir noch ein paar Kräuter dabei und zwar ein bisschen einen schönen Rosmarin, ein Oregano, so, und da haben wir noch einen schönen Zitronenthymian. Die drei Sachen passen ja wirklich hervorragend zum Händerl. Die müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir es ein bisschen feiner kriegen noch. Die kommen dann oben auf drauf aufs gebratene, auf die gebratene Händerlbrust. Einfach schön fein schneiden das Ganze. Zitronenthymian hat ja den leichte Aroma von der Zitrone, das passt da wirklich perfekt dazu. Rosmarin, ja, das sind eigentlich schon fast Brüder mit Händerl, das passt auch perfekt. So, brauchen wir gar nicht zu fein das Ganze, gleich dazu rein. Dann habe ich mir da hergerichtet Zitronenschale. Wir nehmen eine Bio-Zitrone, das schneiden wir uns auch ganz fein dazu noch. Das passt auch perfekt. So, dann da muss die Zitrone, die haben wir so hernehmen, drücken wir uns die aus. Gehen wir noch ein bisschen Saft dazu von der Zitrone.
Ja, wunderbar. Dann haben wir da ein paar Kerne drin. Die gehören natürlich nicht dazu rein. Die haben wir raus. So, rausgefischt. Das Ganze lassen wir jetzt richtig schön durchziehen einmal. Ein bisschen Öl haben wir noch dazu geben. Olivenöl, ein kalt gepresstes. So, es vertropft schon ein bisschen was. Die Kräutlern sind durstig. Das stellen wir uns dann auf die Seite, wie gesagt, und lassen wir mal leicht ziehen. Wir richten uns als nächstes einmal die Gorgonzola-Rahmsauce her mit den Birnen. Stellen wir auf die Seite. Machen uns einmal schnell das Schneidbrett sauber. Das ist wunderbar. Dann haben wir da schöne Bio-Birnen. Das passt perfekt. So, da werden wir eine, wenn wir brauchen. Mehr brauchen wir gar nicht. Kopf weg, vorher ein bisschen waschen natürlich. Dann wird das einfach geschält. Wenn jetzt ein bisschen der Haut haben, ist es nicht so krass. Das Einzige, was wir aufpassen müssen, ist das Kerngehäuse wegnehmen. Dann haben wir da nebenan einen schönen Gorgonzola. Das ist italienischer Käse. Das ist eine Mischung zwischen Grünschimmel und Blauschimmel. Ein hocharomatischer Käse. Das heißt, da werden wir gar nicht zu viel brauchen, damit wir den schönen Käsegeschmack in der Soße in Harmonie mit den Birnen haben. So, dann nehmen wir uns jetzt einfach das Kerngehäuse raus. Das tun wir uns einfach vierteln. Schaut, schneidet dann einfach schräg so runter. Dann sind die Kerne schon weg. Das ist genug. Jawohl. So, wir geben gleich mal ein bisschen Gas auf Angel. Haben wir schon ein bisschen vorgeheizt, das Ganze. Wir dann ein bisschen da kalt gepresstes Olivenöl rein. Das reicht uns, brauchen wir gar nicht zu viel. Was wir noch brauchen, ist jetzt ein bisschen Schalotte. Die werden wir jetzt ein bisschen feiner schneiden noch. Das passt auch hervorragend zum Polenta, also zur Sauce dazu. Nicht zu grob schneiden, also schaut her, dass es in die feine Seite geht. Aufpassen, dass euch die Sache am Herd nicht zu heiß wird. Die Lüftung macht sich ein bisschen selbstständig, schaut mal ein bisschen leiser. Gehen wir als erstes mal das rein. So, schauen, dass wir ein bisschen Gas kriegen. Dann tun wir die Bio-Birnen ein bisschen feiner schneiden. Das ist jetzt gut so. So. Kommt dazu rein in die Pfanne auch. Schauen, dass wir ein bisschen eine Hitze kriegen. So schaut gut aus, schaut her. Wir lassen das schön anbrutzeln. Das heißt, die Birnen und die Schalotte dann mal schön anglasieren. Schaut mal die Lüftung ein bisschen zurück, damit es uns nicht zu laut wird. Da geben wir ein bisschen Gas. Ja, jetzt passt's. So ist das schon okay. Ich muss da vorne hergerichtet ein bisschen an Gemüse fangen. Löschen wir ab. Zwei Drittel Gemüse fangen. Dann brauchen wir ein Drittel Sahne. Das der Maschine jetzt einmal leicht niederköcheln. Dann, wie gesagt, den Gorgonzola, den können wir schon mit reingeben. Aufpassen. Und jetzt werden wir das Ganze leicht vor sich hinköcheln lassen. Das heißt, einfach ein bisschen reduzieren. Wir würzen es noch ein bisschen ab. Pfeffer. Das passt. Dann geben wir uns noch ein bisschen Salz dazu rein. Auch perfekt. Wie gesagt, das darf jetzt so leicht vor sich hinköcheln, damit sage ich mal, die Schalotte dann schön weich werden, die Birnen schön weich werden. Geben wir uns da vorne auf 3. Dann richten wir uns da hinten gleich noch mal ein Pfandl her. Das darf uns auch gleich ein bisschen vorheizen. Da haben wir schon hergerichtet mittlerweile, wie gesagt, die steirischen Händelbrüste. Ganz ein schönes, zartes, glänzendes Fleisch. Wirklich schön frisch, das macht Spaß, wenn man das riecht, das Ganze. Dann brauchen wir auf alle Fälle gleich mal ein bisschen Salz. Beide Seiten. Nicht zu stark, gibt es dem Fleisch oder dem Geflügel einfach die Möglichkeit, sage ich mal, sich selber zu entfalten. Das ist perfekt. Dann tun wir da gleich ein bisschen Pfeffer auch noch drauf. Auch schön. So. Hoppala, haben wir ein bisschen was ausgeleert. Brauchen wir später noch. So, Pfandl dürfte heiß sein. Wir werden uns gleich ein bisschen Öl reingeben. Geben wir ein bisschen Gas, damit es gleich zuerst einmal scharf anprobiert, das Ganze, damit schön abschließt das Fleisch. Jawohl, kommt schon. Das passt. Dann haben wir uns da vorne schöne Eierschaumerl hergerichtet. Die werden wir uns jetzt da gleich noch ein bisschen kleiner zupfen.
bei den Eierschwammern bitte schaut, dass ihr schöne trockene Ware habt, das heißt, dass es nicht zu feucht ist. Dann darfst du es bitte nicht waschen, nehmt einfach einen Bierstall, darfst du es ein bisschen abputzen mit einem kleinen Messer. Das heißt, je weniger das es wascht, sage ich mal, desto besser werden die Schwammerl einfach schmecken. Weil wenn viel Flüssigkeit drin ist, viel Wasser drin ist, dann sind die Eierschwammerl einfach mal ein bisschen bitter. Und das Bittere, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja das Eierschwammerl schmecken, wie es schmecken soll. Jawohl, brutzelt schon schön. Da können wir jetzt ruhig ein bisschen mehr Hitze nehmen. Ein bisschen ausbraten das Ganze. So, das ist genug. Das passt. Dann haben wir es da nachher gleich wieder ein paar Kirschtomaten. Da gehen wir noch für die Farbe dazu rein. Dann mal noch halbieren. Vorher schön waschen natürlich die Tomatenlage. Schön trocken machen wieder. Dann brauchen wir auf alle Fälle noch ein bisschen Schalotte. Dann habe ich noch ein bisschen Knoblauch hergerichtet. Den Knoblauch nehmen wir nicht zu viel. Und zwar so Stickerl nehmen. Dann Schalotte, passt einmal gut zum Braten dazu. Schneiden wir uns ein bisschen kleiner runter. Dann müssen wir schon schauen bei der Händelbrust, dass es nicht zu dunkel wird. Dann machen wir gleich mal umdrehen. Jetzt her, Leute. Dann haben wir schon eine schöne Farbe, das passt so. Schließen wir auf der anderen Seite ab. Da vorne haben wir einen Teller hergerichtet, damit wir dann ganz kurz die Händelbrust rausgeben. Dann werden wir die Schwammerl schnell anlassen. Das ist perfekt so. Wie gesagt, da kann ruhig ein bisschen Hitze rein. Dann werden wir ab und zu ein bisschen umrühren. Ein bisschen noch. Stellen wir es ein bisschen auf, damit wir da unten auch noch schön anbraten. Das heißt wirklich, dass es von allen Seiten schön abschließt, das Ganze. Das ist perfekt. Legen wir uns ein bisschen auf die Seite. Wir lassen das gleich stehen oben. Geben gleich die Schwammerl dazu rein. Dann mal ganz kurz mit anlassen. In den Bratensatz geben wir ein bisschen flüssige Butter dazu rein. Was wir schon dazu reingeben können, auf alle Fälle sind einmal die Schalotten und den Knoblauch. Die haben ziemlich den gleichen Garzeitpunkt. Einfach schön durchlassen das Ganze. Schauen, dass ihr recht eine schöne starke Hitze habt, damit ihr die Schwammerl abschließen können. Schaut gut aus, wir können schon ein bisschen salzen. Ein bisschen Pfeffer dazu. Reicht uns. Dann werden wir gleich mal die Schwammerl dazu rein, die schönen Kirschtomaten dazu rein, die bunten. So, aufpassen jetzt da bei der Hitze, dass nichts passiert. Das heißt wirklich dabei bleiben, kurz durchschwenken wieder, andere Seite anbraten lassen. So, perfekt, wir schalten uns da ein bisschen zurück, jetzt wird es uns zu laut. Dann haben wir es dann hergerichtet vom Zitronen-Thymian. Oregano, Rosmarin. Was wir jetzt noch brauchen, sind die Händelbrüste. Die setzen wir da oben auch drauf. Machen wir uns schnell die Hände sauber. Dann, wie gesagt, haben wir die Kräuter hergerichtet mit dem Olivenöl, der Zitrone drinnen. Und das machen wir jetzt einfach so. Schaut, das streichen wir jetzt einfach da ein bisschen drauf. Da voll eine schöne Abdeckung haben das Ganze. Darum heißt es auch gekräutert. Die Seite gehen wir ein bisschen so. Da werden wir nicht sparen. Das ist perfekt so. Dann haben wir uns da hinten schon wieder mal den Ofen vorbereitet. Haben ein bisschen höhere Temperatur, so 165 Grad. Das schieren wir jetzt rein. Wird in etwa 10 Minuten brauchen. Dann haben wir eine schöne glasige Konsistenz. Das heißt, innen drinnen vielleicht noch einen ganz leichten Kern. Aber von der ist sonst zum Essen einfach perfekt. Das heißt, es muss nicht totgebraten sein. Totgebraten heißt trocken und das wollen wir eigentlich nicht. So, wir schieben das rein ins Rohr. Ich mache mal einen guten Kaffee, mache mal eine kleine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Kundenorientierter Service, individuelle Planung, vollendetes Design. Wir produzieren Ihre Möbel maßgeschneidert und professionell. Vom Einzelstück bis zum Großprojekt bekommen Sie in Ihrem Tischlerzentrum alles aus einer Hand, aber mit genügend Raum für flexibles Handeln. Das ist Ihr Tischlerzentrum Bruck. So, dann für den Polenta brauchen wir eben die feingeschnittenen Schalotten. Die schneiden wir wirklich schön fein runter. Gute Grundlage für den Polenta.
hebt den ganzen Eigengeschmack vom Mais noch ein bisschen. Brauchen wir nicht allzu viel. Beim Polenta, ja, da haben wir wirklich eine schöne steirische Ware. Da gibt es so einen Polenta Fix, nennt sich der. Der ist relativ schnell gekocht und weich. So, dann werden wir das gleich mal reingeben. Dann werden wir das ganz leicht anglasieren, aber das darf jetzt keine Farbe nicht haben. Da können wir ein bisschen zurückschalten. Lassen wir uns das ein bisschen an. So ist das richtig. Braucht nur ein bisschen glasig sein. Gefällt mir gut. Dann gehen wir gleich mal rein in den Polenta. So. Das dann mal ganz kurz mit anrösten. Nicht zu lange, weil sonst kann es nicht mehr aufquellen. Passt perfekt. Dann haben wir uns hergerichtet wieder ein bisschen eine schöne Gemüsebrühe. Dann brauchen wir ein bisschen Creme, sage ich jetzt einmal. Dann nehmen wir jetzt Milch. So, aufpassen. Dann muss das jetzt gleich mal ein bisschen glatt rühren. Das ist okay so. Da schreibt man auch ein bisschen zurück, sollte leicht wallen. Dann haben wir, das kennt ihr schon mal von einer meiner Sendungen, da haben wir ein schönes Pesto gemacht. Das geben wir dann ein bisschen dazu rein. Für die Farbe, für den Geschmack. Optimal. So, das rühren wir jetzt schön durch. Wir dann ein bisschen die Hitze erhöhen. Was wir uns vorbereiten können, das tun wir dann, wenn er gequollen hat. Wir werden uns den dann einfach ein bisschen feiner schneiden und heben den kurz vorm Anrichten, heben wir uns den noch unter. Aber das wird jetzt noch ein bisschen dauern, gibt es mal einen kleinen Moment, so 10 Minuten in etwa, und dann sind wir auf der sicheren Seite. Die Faszination Küche beginnt mit Miele. Entdecken Sie den Ursprung des Außergewöhnlichen. Für das, was wir besonders lieben. Das ist Miele. Das ist immer besser. So Leute, schaut super aus, schaut her. Polenta hat schon herrlich gequollen. Da werden wir jetzt noch ein bisschen Creme dazu reingeben. Mal noch da, schau, ein bisschen Sahne. Dann werden wir das ein bisschen leicht noch verflüssigen, das Ganze. Dann werden wir es auch etwas verfeinern, da habe ich ein bisschen Mascarpone. Passt hervorragend dazu zum Polenta. So, und dann habe ich da vorne gesagt, schon hergerichtet den Blattspinat. Den werden wir uns nicht ganz leicht zusammenhocken, brauchen wir gar nicht alles. Den heben wir uns noch runter und dann gehen wir schon zum Anrichten. Händel wartet schon auf uns hinten. Jetzt aufpassen beim Unterheben. Schaut gut aus. So, dann werden wir ganz vorsichtig schauen, dass da die Mascarpone auch schön gleichmäßig verteilt ist dann im Polenta drinnen. Ja, jetzt haben wir die richtige Konsistenz. Die brauchen wir gar nicht mehr richtig aufkochen, sage ich einmal. Die Temperatur vom Polenta gibt eigentlich den Spinat genau den Garpunkt, den er braucht. So passt das genau. Dann schauen wir gleich mal zum Händel. Soße haben wir schon da, die werden wir gleich mal aufmixen, bevor wir das Händel raus tun. Haben wir schon da hergerichtet. Aufpassen, nehmen wir mal schön einen Stabmixer. Schöne beim Stabmixer ist, er macht ein bisschen Schaum auch noch. Das passt, mehr brauchen wir gar nicht. Ich muss gleich einen Schöpf rein. Perfekt. Und dann nehmen wir uns ins Händel raus. Wie gesagt, das war jetzt in etwa, ja, sag ich mal, 12 Minuten drinnen. Schaut her. Richtig schön durchgezogen das Ganze. Und wir starten schon mit Anrichten. Als erstes werden wir ein bisschen als Grundlage die Soße reingeben. Brauchen wir gar nicht viel. Gehen wir schön verteilt unten hin. Das ist genug. Dann brauchen wir einen Polenta, da haben wir uns zwei Löffel hergerichtet. Da fahren wir uns da. So ist das schön. Und dann nehmen wir uns einen zweiten Löffel einfach zum Abstreifen. Einmal. So, brauchen wir keine Nockerl, keine richtigen, einfach schön. So zum Abstreifen schaut das gut aus. Zweimal. Dreimal. Perfekt. Dann gehen wir gleich mal zum Händel. Nehmen wir es gleich mal ganz vorsichtig rauf. Machen wir gleich ein bisschen die Druckprobe. Schaut gut aus. Dürfte genau die richtige, den richtigen Garzeitpunkt erwischt haben. Schaut her, richtig schön softig. Ganz leicht glasig nur drinnen. Genauso wie wir es haben. Setzen wir schön vorsichtig da drauf. Das ist schon mal schön so. Jetzt brauchen wir auf alle Fälle noch ein bisschen eine Garnitur. Dann nehmen wir uns einen Löffel rausnehmen. Die Eierschwammerl. Kirschtomaten,
So, genau, vom Garzeitpunkt her jetzt auch perfekt. Das tun wir uns leicht noch mal drüber. Vielleicht noch ein bisschen höher machen, das Ganze. So gefällt mir das. Dann geben wir noch ein paar Blätter einfach drauf von dem Spinat. Dann haben wir es da ein bisschen so einen Rockscheif hergerichtet. Das sind im Prinzip ganz normale Sprosserl. Dann geht es auch verwenden aus Holz. Schön. Ein bisschen Basilikumkresse. Wunderbar. Dann haben wir uns noch ein bisschen frisches Olivenöl drauf. Ja, schaut her, ganz ein lässiges, leichtes Gericht wieder. Kann man sich auch ein bisschen vorbereiten, sage ich mal. Polenta kann man ja ein bisschen warm machen auch wieder, das ist kein Problem nicht. Ist eine ganz interessante Sache mal, ein bisschen was anderes etwas. Ich sage einfach wieder, wie immer, von meiner Seite her, probiert einfach ein bisschen was, tut euch spülen, habt auch noch Spaß beim Kochen, nehmt euch Zeit. In diesem Sinne sehen wir uns bald wieder, euer Manfred. Happy Cooking! Ja, das war HiWi TV für diese Woche. Die nächste Ausgabe gibt's am 26. September. Aktuelle News und Infos finden Sie wie immer auf unserer Website hiwi-tv.at und auch auf Facebook. Ich sage danke fürs Zusehen. Machen Sie's gut.